Wir leben ja in wunderbaren Zeiten, in denen digitale Kameras immer besser, Auflösungen immer größer und Bilder immer perfekter werden. Und die Software, wie zum Beispiel Lightroom oder Photoshop, bietet zudem die Möglichkeit, die Bilder auch in der Postproduktion nochmal einen Ticken besser zu machen. Und trotz all diesem technischen Fortschritt hat der analoge Bildlook immer noch nichts an Charme verloren. Und wie du mit deiner Digitalkamera perfekte und authentische Analog-Looks kreierst mit nur ganz wenigen Klicks, darum geht es heute in diesem Video. Der perfekte analoge Bildlook. Man kann natürlich jetzt mit irgendwelchen Presets arbeiten. Ich selbst habe dazu auch schon mal ein Video mit Presets gemacht, in denen man einen analogen Look kreiert, der eben ja, in die Richtung geht, der irgendwie eine Körnung hat. Aber so ganz wie ein richtiges analoges Bild auf einem richtigen Film ist es halt dann doch nicht. Und da kommt Dehancer ins Spiel. Dehancer ist ein Plugin, das wirklich authentische analoge Bildlooks nachgebaut hat. Man kann darin wählen aus Filmprofilen, aus ja, Papier, auf dem es quasi abgedruckt wird und hat jede Menge Einstellungen, die dem digitalen Bild zu einem ja, echt guten analogen Bildlook verhelfen und das Ganze mit nur wenigen Klicks. Warum sollte jetzt jemand digitale Bilder analog bearbeiten wollen? Wenn man jetzt auf den analogen Bildlook steht und vor allem auf den authentischen analogen Bildlook von diversen Filmen, wie zum Beispiel Kodak Gold 200 oder ähnlichem, hat aber keine analoge Kamera oder will die Verbrauchsmaterialien nicht kaufen, beziehungsweise kann die Verbrauchsmaterialien vielleicht gar nicht mehr kaufen, weil es die nicht mehr so einfach zu bekommen gibt oder will die Bilder nicht selber entwickeln, will aber den Look haben, für den ist dieses Plugin genau das Richtige. Dehancer ist ein Foto-Plugin, das gibt es auch als Video-Plugin und die Fotoversion, die gibt es für Lightroom, Photoshop, Affinity Photo und Capture One. Und wir schauen uns heute an, was dieses Plugin wirklich kann. Von der Installation über die erste Einrichtung bis hin zu den ja, Dingen, die man damit machen kann. So, bevor wir anfangen, müssen wir das Ganze natürlich erstmal installieren. Dazu geht man auf dehancer.com, kauft sich eine Lizenz oder holt sich erstmal die Gratis-Testversion und lädt das Ganze runter. Dazu geht man einfach auf den Punkt Foto auf der Webseite, wählt sich dann die entsprechende Version für Lightroom, Photoshop, Affinity und Capture One aus und lädt die entsprechend herunter. Nachdem man das ZIP entpackt hat, wählt man im Download-Paket die richtige Version aus. Solltet ihr einen Apple M1-Chip verwenden, müsst ihr die ARM64-Version nehmen, ansonsten die x86-Version. Dann installiert man das Ganze und anschließend öffnet man Lightroom. In den Voreinstellungen muss man dann noch Dehancer als externen Editor auswählen. Dazu geht man einfach in die Voreinstellungen, externe Bearbeitung, klickt dort auf den Button und sucht sich dann die entsprechende Datei in der Dateistruktur. Wichtig ist, dass man hier die Einstellungen entsprechend setzt, dass die Bilder auch mit den richtigen Einstellungen aufgehen. Dann ist das Plugin schon mal installiert. Ihr müsst Lightroom nicht neu starten. Wenn ihr es vorher noch nicht offen hattet, dann könnt ihr es jetzt öffnen. Bevor ihr mit den Bildern arbeiten könnt, müssen die Settings aber noch ein bisschen angepasst werden. Und ihr wählt euch hierzu statt Adobe Farbe Adobe Standard, setzt die Belichtung auf minus 1, setzt den Kontrast auf minus 40, die Schwarztöne auf plus 60. In der Gradationskurve sollte keine Anpassung erfolgt sein und Schärfen und die Rauschreduzierung sollten ebenfalls komplett ausgeschaltet sein. Außerdem sollte man sich im sRGB-Farbraum bewegen und Dateien mit 16-Bit-Tiefe verwenden. Ich finde jetzt, das Bild ist trotzdem zu dunkel und es lässt sich auf jeden Fall ein bisschen anpassen. In dem Fall würde ich sogar sagen, 0,5 plus ist ein guter Wert, um mit Dehancer zu arbeiten. Was man noch machen kann, ist den Weißabgleich anpassen, denn ja, wenn der passt, dann ist der Effekt einfach noch besser. Anschließend gehe ich hier auf Bearbeiten in und dann in Dehancer Plugin öffnen. Dateioptionen kommen dann als TIFF sRGB 16-Bit. Auflösung ist also eigentlich, ja, kann man 300 nehmen, 240 ist auch okay, keine Komprimierung. Dann legt sie neue TIFF-Datei mit diesen ja, Charakteristika an. Wenn man das Plugin dann zum ersten Mal aufmacht, dann sieht das Ganze so aus. Auf der linken Seite habe ich meine Presets bzw. Profile, dazu später mehr. Auf der rechten Seite habe ich meine Einstellungen, in der Mitte die Vorschau, soweit wie ich das von Lightroom kenne. Hier oben habe ich ja, Eigenschaften zum Zurücksetzen, letzter Schritt rückgängig machen,
1:1 Ansicht und Preview, vorher, nachher. Wenn ich jetzt nicht wirklich Ahnung von analoger Fotografie habe, dann haben die Jungs und Mädels von Dehancer hier schon jede Menge Presets erstellt, die auch entsprechend schon hier üben, alle Eigenschaften wie zum Beispiel Verschiebungen vom Colorhead oder Filmgrain etc. alles eingestellt haben. Also ich kann mir eigene Presets speichern mit den Einstellungen, die ich gerade gemacht habe. Ich kann mir Presets importieren, ich kann Presets exportieren und ich kann das ausgewählte Preset löschen. So, jetzt kann ich mit Presets arbeiten und kann dann hier drüben alle Einstellungen entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt kein Preset verwenden möchte, sondern nur mit den Filmprofilen und eigenen Einstellungen arbeiten möchte, dann klicke ich hier auf Original, gehe hier auf Profile, dann muss ich das aktivieren und dann kann ich mir hier aus einer beachtlichen Liste an Filmen die entsprechende Filmemulation aussuchen. Jetzt nehmen wir mal hier, nehmen wir mal Fujicolor Natura 1600. Darunter sind auch ein paar bekannte Namen, wie zum Beispiel Kodak Gold 200, Fuji Eterna etc. Also Dinge, die man als analoger Fotograf sicher noch besser kennt. Hier auf der linken Seite gibt es einen wichtigen Slider, das ist der Push-Pull-Slider. Und mit dem kann ich verschiedene Belichtungen von Filmen simulieren. Beim analogen Film ist es nämlich so, je länger oder kürzer man den belichtet, dementsprechend ändern sich auch die Eigenschaften der Wiedergabe. In dem Fall ist es zum Beispiel so, wenn man das ins Negative verschiebt, dann wird es blauer. Wenn man es ins Positive verschiebt, wird es eher so ein bisschen wärmer. Das simuliert also, wie lange der Film belichtet wurde. Dann kann man hier drüben relativ viele Eigenschaften verändern. Dazu gibt es auf dehancer.com eine komplette Liste, was jeder einzelne Punkt genau macht, und ich würde jetzt hier einfach mal Exposure Compensation ein bisschen nach oben drehen. Film Compression komprimiert das Ganze, also verschiebt die Weißtöne so ein bisschen, weil die Weißtöne auf dem analogen Film später ausbrennen als in einem digitalen Bild. Bei Expand kann ich jetzt hier meinen Schwarz- und meinen Weißpunkt wiederum setzen. Ja, so. Print. Da kann ich verschiedene Papiere simulieren, auf die das Ganze dann gedruckt wird, also wie so ein geprintetes Analogbild eben aussieht. Und dann habe ich hier auch noch weitere Einstellungen. Ja. Ungefähr so. Colorheads sind Farbverschiebungen, Yellow, Blue, also in Gelb, Blaubereich, Magenta oder Grünbereich, Cyan oder Rotbereich. Hier kann ich also noch Farbkorrekturen machen, kann auch gezielt Schatten, Mitteltöne oder Highlights tonen in blau oder warm, also in kalt oder warm. Und dann kommen wir eigentlich zu den meiner Meinung nach drei spannendsten Punkten. Und der erste ist Film Grain. Machen wir die anderen mal alles zu. Auch das ist wie bei Lightroom. Hier kann ich die einzelnen Reiter kann ich schließen. Film Grain. Machen wir an und dann sieht man schon, dass hier so Rauschen hinzugefügt wird. Das machen wir auf 100% Ansicht, dann sieht man es ein bisschen besser. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist doch eigentlich, kann ich doch da auch in Lightroom einfach irgendwie eine Körnung drüber legen. Was hier anders ist, ich kann zum einen die Größe und die Stärke, also die Stärke kann ich in Lightroom auch, aber die Größe des Rauschens der Körnung kann ich hier entsprechend anpassen und wie stark das Ganze auftritt. Und dann kann ich anpassen, ich möchte zum Beispiel mehr in den Schatten und weniger Rauschen in den Mitteltönen und gar kein Rauschen in den Highlights. Und jetzt, wenn man mal auf die Mitteltöne achtet, entweder kann ich das hier ganz hoch drehen oder ganz runter. Und dann sieht man hier einen deutlichen Unterschied. Hier kann ich also gezielt die Tonwerte mit Rauschen versehen, um möglichst nah an das analoge Ergebnis ranzukommen. Halation ist so ein Punkt, der so ein bisschen die Imperfektion von analogen Filmen darstellt. So ein bisschen wie chromatische Aberrationen, was man eigentlich in der digitalen Fotografie eigentlich nicht so will. Da kann man hier, sieht man hier an den Highlights oder auch an der Stelle, wo der Pulli in die Hand übergeht, sieht man so einen leichten roten Rand und das ist eben so, so ein Fehler, der bei analogen Filmen auftritt. Und hier kann man dann auch die Diffusion und alles noch genau anpassen, gibt dem Ganzen so ein Ticken,
diesen fehlerhaften Look, eben diese nicht perfekte Abbildung, finde ich eigentlich ganz interessant. Und dann der coolste Punkt oder einer der coolsten Punkte ist auch Bloom. Das macht eigentlich das, was sonst so ein Pro Mist oder so ein Black Mist Filter macht, eigentlich die Highlights weich zeichnen. Und auch hier kann ich die Stärke nochmal anpassen, die Verstärkung Amplify ist, also wie doll das verstärkt wird, und habe noch weitere Anpassungen. Zum Schluss habe ich hier noch eine Vignette und so kann ich mir meinen perfekten analogen Look bauen. Sobald ich auf OK klicke, habe ich das fertige Ergebnis dann hier in Lightroom, mit dem ich dann auch weiter arbeiten kann. Machen wir mal noch ein anderes Bild auf. Auch das ist wieder mit den von Dehancer empfohlenen Voreinstellungen versehen worden. Und dann finde ich es eigentlich ganz schön, dass man hier gerade bei den Presets immer so eine kleine Vorschau hat, wie das Ganze dann wohl aussieht. Und man kann sich diese ganzen Presets auch hier favorisieren, wenn man in die untere rechte Ecke hovert. Dann kann man hier einfach so ein Herzchen setzen und dann ist das in den Favoriten. Und dann kann man hier oben Favorites anzeigen und dann sieht man eben nur die Favoriten. Man kann auch noch wählen zwischen Dehancer Team Featured oder Imported Presets. Kann es aber auch einfach auf alle Presets lassen, dann hat man die größtmögliche Auswahl. Wenn man auf das Herzchen nochmal klickt, dann ist es einfach wieder entfernt. So, jetzt wähle ich mir dieses Preset, weil mir das ganz gut gefällt. Und dann kann ich auch aus den Presets wieder hier entsprechend anpassen. Also ich muss nicht nur ein Profil auswählen und kann dann anpassen, sondern ich kann auch die Presets anpassen. Kann ich hier draufklicken. In dem Fall möchte ich den Filmgrain ein bisschen weniger und vor allem möchte ich den sehr, sehr wenig in den Highlights. Das drehe ich ein bisschen runter. Mitteltöne kann ich auch einen Ticken runterdrehen, weil ich das nicht so ganz deutlich will. Dann sieht man vorher, nachher. Man sieht, das Ganze wird deutlich blauer. Man kann jetzt mal gucken, wenn wir hier auf die Profile gehen, was passiert, wenn wir hier Push-Pull. Also sieht man, wenn man das nach rechts zieht, wird es ein bisschen grüner. Das finde ich eigentlich noch besser. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube wirklich gut erkennen kann. Expand, da würde ich den White Point noch etwas nach rechts schieben und den Black Point dann so nach links. Dann wird das so ein Ticken faded. Bei Print kann man immer mal gucken, wie sich das Ganze auf einer anderen Papieremulation macht. Da ist das schon das Beste. Exposure. Tone Contrast etwas nach oben, ungefähr so. Halation machen wir in dem Fall, glaube ich, mal weg. Ich weiß gar nicht, was die hier macht. Die machen wir in dem Fall, machen wir die mal aus, weil ich das nicht will. Und dann sehen wir mal, was der Bloom für einen Unterschied macht. Auch nur geringfügig. Ja, und so kommt man relativ zügig mit wenigen Klicks zu einem echt coolen Analog-Look. Und wer sich jetzt mit analoger Fotografie perfekt auskennt, der wird hier sicherlich bis ins kleinste Detail durchdrehen können. Und wer sich eben nicht auskennt, einfach nur einen schnellen analogen Look will, für den ist eben die Presets und dann die nachträglich mögliche Anpassung genau das Richtige. Das ist also das Dehancer-Plugin. Zur Vollständigkeit, mir wurde die Software kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich finde es mega cool, was man damit machen kann. Ich habe nie analog fotografiert, finde aber den analogen Bildlook ziemlich geil und finde es einfach wahnsinnig cool, wie viel Mühe da reingesteckt wurde, diese analogen Charakteristika von diversen Filmen da abzubilden. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand wirklich mal früher analog fotografiert hat, für den ist das einfach ja, richtig viel wert, wenn man da diese ganzen Filme eben nachbilden kann, ohne die ganzen Verbrauchsmaterialien zu bezahlen, ohne das entwickeln zu müssen und so weiter, sondern einfach mit seiner Digitalkamera arbeiten kann. Ich finde das Ganze mit 199 Euro ehrlich gesagt ein Ticken teuer, kann aber auch verstehen, dass es ein bisschen Geld kosten muss, weil es ein sehr spezieller Anwendungszweck ist, also das Publikum ist wahrscheinlich nicht so super breit und ich glaube auch, dass da einfach sehr, sehr viel Arbeit reinfließt, das einfach gut zu machen. Und wer die analoge Fotografie liebt und die gerne in seiner Digitalkamera haben will, der kann für eine Einmal-Lizenz auch so viel Geld ausgeben. Wer sich jetzt ein bisschen was sparen will, hier unten gibt es einen Link mit einem Rabattcode. Wenn ihr darüber bestellt, dann kriege ich eine kleine Provision und ihr spart euch 10%, glaube ich.
und kriegt das Ganze dann einen Ticken billiger. Das war's mit dem Video zu Dehancer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und als kleiner Vorgeschmack, das Ganze gibt es auch noch in der Videoversion. Da gibt es ein paar Features, die anders sind und die, ja, die sehr hilfreich sind für die Videobearbeitung. Und das gibt es dann in einem der nächsten Videos zu sehen. Wenn du Fragen hast, hier unten in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.